Ich hatte heute den Eindruck, kann ich. Ja, Herr Schaar hat uns heute zunächst mal einen Einblick in seine noch umfangreiche Tätigkeit gegeben. Er hat vor allen Dingen heute auch noch mal deutlich gemacht, dass seine Arbeit und seine Handlungsweise auch noch mal neue Qualitäten angenommen haben, beziehungsweise die des Amtes nach den Enthüllungen von Snowden. Er hat da auch eine ganz klare Zäsur aus meiner Sicht gemacht, hat aber auch schon dargestellt, dass auch vorher schon umfangreiche Kontrollen stattgefunden haben. Er hat darauf angesprochen, dass man die Qualität und Quantität auch der personellen Ausstattung nochmals sich genau anschauen muss und hat natürlich auch den einen oder anderen rechtlichen Dissens nochmal erläutert, den wir aber auch im Prinzip aus den vorangegangenen Anhörungen kannten. Für mich war auch ein wichtiger Punkt, dass er selbst gesagt hat, dass er also keinerlei oder auch das Amt keinerlei Anhaltspunkte für eine massenhafte Erfassung deutscher Daten und Weiterleitung gegeben hat. Das hat er klar und deutlich gesagt und das auch nach dem Besuch in Bad Aibling im Dezember 2013. Er zumindest noch keinen schriftlichen Bericht seiner Mitarbeiter hatte, aber doch zumindest erste telefonische Kontakte und dass auch aus diesen, also sich nichts ergeben hat, dass hier sofortigen, in irgendeiner Weise sofortigen oder dringenden Handlungsbedarf bedurft hätte. Insofern war das für mich heute auch eine gute Aussage, wie auch für diesen Ausschuss, weil sie uns insbesondere auch doch das ein oder andere für die Zukunft mit auf den Weg gegeben hat. Und auch dazu ist dieser Ausschuss ja da, auch nach vorne zu gucken und zum Schluss auch Handlungsempfehlungen zu geben. Er hat aber ganz klar gesagt, dass aus seiner Sicht da seitens des BND keine Verstöße festgestellt werden konnten, was unseren Datenschutz betrifft. Frau Lindholz, aber Herr Schaar hat ja auch sehr klar gemacht, dass es aus seiner Sicht zumindest Regelungslücken gibt, die sozusagen den Bereich zwischen BDSG und G10 betreffen. Wie würden Sie das einordnen? Wie dringlich ist das jetzt nach dem, was Sie in den vergangenen Tagen und Wochen gehört haben? Das hatte ich ja heute auch nochmal nachgefragt. Es gibt ja, also zunächst mal ist für mich dieser Bereich, den er angesprochen hat, klar nachvollziehbar. Es ist auch glaubhaft, dass es diese, ich sag mal, Absprachelücke und Vorlagelücke gibt. Die sollte auch geschlossen werden durch ein entsprechendes freiwillige Verpflichtung des Ministeriums, entsprechende Unterlagen vorzulegen auf Nachfrage. Ich habe extra noch mal gefragt, reicht das aus seiner Sicht aus? Er hat dann noch mal von seiner Seite Handlungsbedarf signalisiert. Und ich denke, wir sollten uns das nicht erst am Ende der Arbeit dieses Ausschusses anschauen, sondern schon vorher. Den Eindruck würde ich bestätigen. Vielen Dank. Gut. Ja, gut. Danke. So, wer mag hinter dir? Hat sich hinten rum angeschlossen. So. Ja, wir hatten eine interessante Zeugeneinvernahme. Der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte hat hier ein sehr klares Bild gezeichnet von den Problemen, die er klar moniert hat nach den Snowden-Veröffentlichungen. Es ist so, dass es im Hinblick auf die Geheimdienstkontrolle Schwierigkeiten gab, diese umzusetzen, bestimmte Bereiche davon zu erfassen. Nach meiner Ansicht gibt es und gab es da einen blinden Fleck im Hinblick auf Datenschutz, im Hinblick auf den Schutz der Bürgerrechte bei dem, was die Dienste machen. Und je länger wir hier in dem Ausschuss sitzen und uns mit den Dingen befassen, gestern bis spät abends wie heute Morgen, ist meiner Ansicht nach davon auszugehen, dass dieser tote Winkel der Kontrolle durchaus bewusst konstruiert worden ist, sei es durch bestimmte Definitionen, die man vorgenommen hat, oder eben indem man bestimmte Kontrollinstanzen bewusst nicht umfassend oder überhaupt informiert hat. Peter Schaar hat auch gesagt, dass er kein direktes positives Wissen von anlassloser Massendatenerfassung hat, aber doch, dass viele Umstände dafür sprechen, dass diese erfolgt ist und auch, dass es einen Ringtausch gegeben hat. Wir werden diesen Vorwürfen weiter nachgehen und im Hinblick auf das, was wir aus dieser Affäre und den Problemen lernen, gab es doch deutliche Hinweise, dass der Entwurf der Bundesregierung jetzt für die Bundesdatenschutzbeauftragte mit der Einschränkung, dass man sich zukünftig absprechen muss mit dem BMI vor solchen Aussagen, wie wir sie heute erlebt haben, in die völlig falsche Richtung gehen und auch leider bei der personellen Ausstattung
keine richtigen Konsequenzen gezogen wurden. Es ist eine sehr wichtige Bundesbehörde und sie ist im Hinblick auf den sehr umfangreichen Aufgabenbereich, den sie hat und die zentrale Funktion, die sie für den Bürgerrechtsschutz in der Bundesrepublik hat, nicht ausreichend ausgestattet. Das muss sich dringend ändern. Wenn Sie die Zeugenvernehmungen von gestern und heute zusammennehmen, viel ging es immer wieder um Iconal und die Frage der Zusammenarbeit zwischen BND, Telekom und anderen Anbietern vielleicht auch noch und eben CIA, NSA, wer auch immer die Daten am Ende erhalten hat. Ihr Verdacht hat sich in diesen Zeugenanhörungen aber nicht bekräftigen können, zumindest nicht in den öffentlichen Teilen. Stehen Sie nicht ein bisschen mit leeren Händen jetzt da? Wir stehen überhaupt nicht mit leeren Händen da. Das liegt auch daran, dass eben wesentliche Dinge, die wir besprechen, das haben wir ja hier auch immer wieder beklagt, in den vertraulichen bis geheimen Sitzungen stattfinden, über die ich hier nicht reden darf. Die Akten, die ich Ihnen auch nicht zugänglich machen darf. Aber ich sage Ihnen, wir haben sehr, sehr konkrete Hinweise darauf, dass das genauso erfolgt ist, wie wir auch arbeitsthesig das entwickelt haben für diesen Untersuchungsausschuss. Anders ist sozusagen vieles ja auch überhaupt nicht zu erklären. Dass nun der Bundesdatenschutzbeauftragte, der bewusst aus diesen Kontrollverfahren herausgehalten worden ist, hier nicht sagen kann als Kronzeuge der Anklage, er hat positive Kenntnisse von der massenhaften Datenausleitung. Das war doch sowieso klar. Es ging darum, seine Einschätzungen zu bekommen, rechtlich wie tatsächlich, und darüber Berichte zu bekommen, wie der Diskurs damals, als diese Sachen öffentlich geworden sind, verlaufen ist. Und da hat er uns umfassend darüber Auskunft gegeben. Und zu gestern Abend kann ich Ihnen nur sagen, wir haben ja erst den Brigadegeneral Breitfelder nochmal in geheimer Sitzung vernommen und dann die Mitarbeiterin KL. Und beides war sehr aufschlussreich für uns im Hinblick darauf, was hier strukturell falsch gelaufen ist und auch was für schwierige, meiner Ansicht nach rechtswidrige Organisationsformen und Prozedere es beim BND im Zusammenhang mit Iconal, aber auch mit anderen Projekten gegeben hat. Herzlichen Dank. Ja, für uns war die heutige Einvernahme des ehemaligen Datenschutzbeauftragten Herr Schaar auch eine sehr wichtige Sitzung, weil er nicht nur dargestellt hat, welche Zäsur die Veröffentlichung durch die Snowden-Dokumente dargestellt hat, sondern auch, weil er in vielen zentralen Punkten auch den rechtlichen, aber auch fachlichen Darstellungen des Bundesnachrichtendienstes aus den letzten Sitzungen widersprochen hat. Da geht es zum einen um die Frage, wie die Erfassung von Daten im Ausland zu bewerten ist. Er hat eindeutig gesagt, auch diese unterliegen dem Grundrechtsschutz und damit der Auffassung des BND, aber auch des Bundeskanzleramtes diametral widersprochen. Zum Zweiten ging es um die Operation Iconal, also die Erfassung von Daten bei der Telekom durch den BND für die NSA. Und er hat ausgeführt, wenn es hierfür keine G10-Anordnung gegeben hat, also lediglich ein privatrechtlicher Vertrag die Grundlage für diese Massenerfassung geliefert hat, dann sieht er nicht nur rechtliche Bedenken, sondern möglicherweise auch Straftatverstöße dort gegeben. Und das würde dann sowohl die Telekom wie auch den Dienst, der dies organisiert hat, betreffen. Wir haben mit Herrn Schaar natürlich dann auch noch viele Fragen diskutiert, die darauf zielen, wie kann in Zukunft effektiv eine datenschutzrechtliche Kontrolle bei ausländischen und inländischen Geheimdiensten aussehen. Und da spielte zum einen die Frage, dass natürlich auch die Kontrolleure in der Lage sein müssen, die technischen Voraussetzungen, also die Hardware und die Software, auch materiell prüfen zu können. Da wissen wir, beim BND liegen oftmals bei den Programmteilen, die durch die USA geliefert wurden, nicht die Voraussetzungen vor, damit man wirklich hineinsehen kann, was diese Programme nun auch tun. Und zwar nicht nur das tun, was sie sollen, sondern auch das, was möglicherweise als Hintertür programmiert ist. Und es spielte eine Rolle, inwieweit
denn in Zukunft auch die Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass zum Beispiel bei Firmen, die als Tochter in Deutschland, aber auch in Europa agieren, tatsächlich effektiver Datenschutz möglich ist. Das waren viele Fragen, die aufgeworfen wurden, die für uns auch noch mal deutlich gemacht haben. Wir müssen als Untersuchungsausschuss nicht erst mit unseren Schlussfolgerungen, sondern relativ zügig auch die Debatte hier im Parlament anstoßen, welche gesetzlichen Veränderungen mit Blick auf G10-Gesetz, mit den Kontrollbefugnissen der parlamentarischen Kontrolle und Ähnliches in Angriff nehmen müssen. Da geht es auch um die Frage, inwieweit man die strafrechtliche Verfolgung von Geheimdiensten anderer Staaten in der Bundesrepublik Deutschland erleichtern muss, um, glaube ich, auch nicht nur dem öffentlichen Aufklärungsinteresse gerecht zu werden, sondern eben auch effektiv möglichen Rechtsverstößen nachgehen zu können. Danke.